Heute geht es wieder um die Schreibschrift. Und zwar wollen wir heute versuchen, in eurem Wahlheft das große P und das kleine P zu schreiben. Ihr wisst ja, im Alphabet, im ABC, nennen wir den Buchstaben P, also das große P und das kleine P. Wie in Pilz. Das große P fange ich an, hier oben zu schreiben. Ich mache einen Strich nach unten. Moment, nochmal. Ihr benutzt dazu bitte einen Bleistift. Und dann setze ich ab hier unten und fange hier oben wieder an zu schreiben. Und hier wird noch so eine Art Halbkreis dran gesetzt. Nochmal, von oben nach unten und ein Halbkreis dran gesetzt. Das kleine P sieht wieder etwas anders aus. Ihr seht schon, da müsst ihr dran denken, hier oben ist eine kleine Spitze, die muss dann auch wirklich spitz sein. Wir versuchen es mal. Ich fange hier mit einem Schwung an, gehe nach oben, spitze und nach unten. Setze aber nicht ab, ich gehe dann wieder nach oben und das hier ist rund, dieses hier. Das ist nicht spitz. Die Spitze haben wir nur hier. Nochmal, ich gehe mit einem Schwung nach oben, hier kommt die Spitze, gehe wieder runter, nicht absetzen, gehe gleich wieder hoch und hier haben wir noch eine kleine Rundung. Ihr seht also, bei dem großen P muss ich einmal nach unten, setze meinen Stift aber wieder ab und setze hier oben den Halbkreis dran. Bei dem kleinen P mache ich das anders. Da schreibe ich alles in einem Schwung durch, ohne abzusetzen. In den Linien sieht das dann so aus. Das große P, ihr seht es, das wohnt im Dach. Und in der Wohnung, nochmal, so, und das kleine P, das wohnt in der Wohnung und im Keller. Schreiben wir auch nochmal, ich gehe mit einem Schwung nach oben, denke an die Spitze, wieder nach unten und wieder nach oben, ohne abzusetzen. Und hier ist eine kleine Rundung, keine Spitze. Nochmal. Von unten nach oben, Spitze, nach unten in den Keller und hier ist es rund. Jetzt zeige ich euch noch einmal, wie das aussieht, wenn ihr die Buchstaben verbindet. Da haben wir zum Beispiel in dem Wort Pia. Das ist ein Mädchenname. Ich schreibe es mal. Also erstmal das große P absetzen, die Rundung. Und dann setze ich hier unten meine nächsten Buchstaben dran. Und zwar hier in dem Fall ist das ein I und dann kommt das A. Pia. Bei dem kleinen P, das seht ihr zum Beispiel hier in dem Wort prima, wird der nächste Buchstabe an diese kleine Rundung dran gesetzt. Da setze ich nämlich meinen Stift nicht ab, sondern schreibe hier einfach weiter. Ich mache es euch mal vor. Das kleine P. So, und Achtung, jetzt schreibe ich nie, ohne abzusetzen hier unten gleich weiter. Und hier würde dann das R, das I dran kommen. Würde dann hier weiter prima schreiben.